Wolltest du gegen die kämpfen? Weiß nicht. Ich sehe ihn. Wo? Zwischen 300 und Nordwesten. Der ist zurückgegangen, der hat mich gesehen. Ist der oben im Lager? Oben. Oben ist der. Siehst du ihn? Zwischen 300 und Nordwesten. Ja, der ist jetzt hochgegangen, so Richtung Felstümpel da, wo es hochgeht, die Rampe. Genau da, wo ich jetzt gerade hingucke, ist der hochgegangen. Ist nicht. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt wieder runtergelaufen ist, ne? Ja, der ist da oben auf jeden Fall am Kämpfen. Der scheint bei den Monstern zu sein. Das ist, glaube ich, auch nur einer, ne? Ja, der kann uns aber auch gut da reinbaiten, ne? Bist du noch da, wo du gerade warst? Ich bin hier oben auf diesem Metallgestell. Ah, ich sehe, du bist bei den Rippen. Ich sehe ihn nicht. Geh mal zu dem Haus, wo wir durch die Granaten gestorben sind, weißt du noch? Ja. Oh, der Nebel hier ist unglaublich dicht. Auch da? Ja, ich komme gerade zu dir. Auch noch eine Batterie, so ein Mist. Normalerweise lagen hier. Da schießt der hinten wieder. Der ist. Ey, lass mal da hingehen jetzt. Wir killen den. Der Typ scheint echt nicht gerade gut zu sein, glaube ich. Weil er so offensichtlich das macht. Ich habe ja auch extra rumgeballert. Der scheint auch abzuhauen, der will gar nicht kämpfen. Ist er close? Ja, es sind zwei, die sind hier direkt hinter den Stein. Ich sehe sie nicht. Die sind direkt hier hinter den Stein da. Unten am Wasser, jetzt laufen die links rum. Einen habe ich gehittet. Die sind hinter der Klippe jetzt. Oben. Shit, ich bin tot. Ah, der hat eine Manticore gehabt. Ach, oben auf dem Stein drauf. Du warst sehr offen ohne Cover. Ich war ja, da war hier dieser Felsen, aber die sind halt hochgeklettert, ne? Ich hab gedacht, ja, du warst deswegen oben schon. Ja, war ich auch, aber ich hatte keine Vision auf ihn. Ah, okay. Und dann warst du schon tot. Als ich Vision hatte, warst du tot. Und da hatte ich eine Schrotflinte in der Hand. Ich nicht einschätzen konnte, wie weit der weg war. Nice try. Habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht gut gekämpft. Ich habe denen zwar Schaden gemacht, aber nicht gut. Ah gut, ich habe jetzt, das war ja eh alles Freeloot, den wir erspielt haben. Ja, alles gut. Ich hab, aber das Visier war sehr geil, was ich hatte. Das war nicht so ein Rotpunkt, sondern das hat schon so ein bisschen rangezoomt immer. Damit konnte ich viel besser schießen. Kann sein, dass das Holo-Visier war. Das hat so einen Dreieck als Cross gehabt. Also so ein Pfeil, der nach oben zeigt. Okay, ich würde gleich einen Freerun machen.
Aber ich muss noch mal ganz kurz eben nach oben. Ich bin aber wirklich sofort wieder da. Jo. Dauert wirklich nicht lange. Ich muss nur ganz kurz eben was abholen, was ich vergessen habe. Ja. Da mache ich jetzt auch einen Free Run. Ich habe ja die ganze Zeit das Free Kit noch übrig gehabt. Müsste das zweimal Visier sein? Okay, ja, damit kann ich eigentlich ganz gut klar, muss ich sagen. Gibt's auch so Visiere, wo man besser die Spieler sieht? Später. Zweifachvisier. Damit spiele ich. Das grüne zweimal, was du craften musst. Was ist denn der Unterschied bei den Visieren, wenn die eine höhere Seltenheitsstufe haben? Also was verbessert sich dann beim Visier? Die Zoom-Fähigkeit. Okay. Sind Anzi und Dr. Klokopf jetzt auch in Recycle reingegangen? Also Chat, ne? Also wenn ihr Leute sind, die selber auch gerne Bock haben, Recycle zu spielen. Ich kann es nur nochmal sagen. Nutzt den Discord. Ich habe bei mir in der Community sehr viele Leute anscheinend, die das zocken. Und ich glaube, wenn ihr da einfach fragt, dann zocken die auch mit euch zusammen. Weil ich glaube, die gehen lieber mit zwei Neulingen auf Tour als ganz alleine. Ich bin so voll drin jetzt. Alle gehen in Recycle rein. Skill for Legends müssen wir eigentlich auch noch entbannen auf dem Discord, ne? Stand, keiner spielt das. Du musst in Recycle kommen, Stand. Einen Platz haben wir noch frei. Ich lad's jetzt auch mal runter. Wer hat auch alles eine E-Mail von Twitch? Wer soll entbannt werden? Skill for Legends. Ein Liebes-Emote Mod-Love. Habt ihr den auch, Chat? Wieder da. Jo, WB. Danke. Meine ganzen Zuschauer werden Recycle-süchtig. Echt? Ja. Sehr gut. Du musst mal gucken unten im Discord, was los ist. Die sind alle Recycle gerade am Zocken und da kommen immer mehr. Nice. Okay, ich habe meinen Freerun vorbereitet. Ich gehe mit einer Pistol rein. Ich habe eine Scrapper. 400 Schuss. Wir können so einen richtigen Bitch-Move machen. Wir können ins Basislager gehen. Ich glaube, da musst du auch hin für eine Quest, ne? Weiß ich nicht. Ich fände es aber auch mal geil, wenn wir einen Tag so einen 12-Stunden-Stream machen und so einen Trade. Trade Run. Ja, so ein Trade-Projekt. Wir fangen an nur mit Messer und gucken, wie weit wir es schaffen in 12 Stunden.
ohne dass wir dürfen immer nur mit dem, was wir erbeuten und so weiter spielen. Und wo wir am Ende des, der 12 Stunden dann stehen. Ja, aber was passiert, wenn wir sterben? Müssen wir dann wieder mit dem Messer spielen? Da müssen wir wieder mit dem Messer anfangen. Okay. Außer, wenn wir Sachen bei uns im Inventar haben, dann können wir das mitnehmen. Ja. Also wenn wir Sachen doppelt oder dreifach finden, dann können wir die natürlich ins Lager legen und behalten die dann, ne? Aber ich meine halt nur, wir dürfen nichts aus dem Lager nutzen, um uns dann wieder aufzustocken. Okay, verstehe ich. Zentrallager sind Spieler, ne? Lass uns einfach fighten. Ich habe einfach so eine scheiß Pistole. Ich will einfach gucken, ob ich einen umgelegt kriege und was Besseres krieg. Okay, lass uns den dodgen. Oh Gott. Wird nie. Kein Heal. Das ist ein Manticore. Ist auch ziemlich close hier, ne? Wird hier irgendwo sein. Der extracted. Der ist hier. Nein! Ich wollte den mit dem Messer! Ich habe auch seinen Mate getötet. Das war der mit der Manticore. Stell mal vor, den hätte ich jetzt gemessert bekommen. Das wäre so lustig gewesen. Ich habe ihm 50 Schaden verursacht. Das kann doch nicht sein, ey. Was hatte der Mate? Manticore, Sniper. Das kann doch nicht wahr sein. Junge, ich bin Arschlow. Warum bist du denn nicht mit der Pistole reingegangen? Bitte? Warum bist du nicht mit der Pistole reingegangen? Ich bin ja mit der Pistole rein. Ich habe geschossen, dann war die leer und dann wollte ich aufs Messer wechseln und den mit dem Messer schlagen. Aber der hat halt die Manticore. Okay. Oh, ich will gar nicht wissen, wie der sich gerade eingekackt hat. Zwei Psychopathen, Junge. Wir sind einfach da reingerannt, wie die letzten Geisteskranken. Hätte ich die früher gesehen, hätten wir die wahrscheinlich beide gekriegt. Den einen zu spät an der Kiste gesehen. Ich bin so low. Ich versuche jetzt einfach zu extracten. Mit dem Stuff, den ich hier habe. Es wird schwer, ich bin Half-Life. Hab keine Spritzen mehr. Ich muss zur östlichen Sammelstelle oder in den Dschungel. Und blaue Rüstung, die muss ich mir craften im Spiel. Die kann ich gar nicht so einfach so bekommen. Da muss ich wirklich anfangen, die Materialien zu sammeln, ne? Genau. Alter. Das ist dann aber schon farmlastig, ne? Ja, ist schon sehr grindy. Aber ist alles machbar. Nachtsichthelm? Mhm.
Alpha-Brecher-Herz. Nice. Eins braucht man. Ich muss mich ganz kurz muten, Kevin, weil ich habe hier Kontakt. Es gibt jetzt Drops, ja. Laufen die bei mir schon? Ja. Alter, rechts von mir sind Spieler, links von mir wird eine Festplatte gemacht und ich laufe mitten durch. IG. Bist du tot oder was? Nee. Ey, hier ist eine Rüstung, ne? Warte mal kurz. Grüne Visier. Ich werde so tot sein. Und das hier ist gut. Ich mach's mir einmal. Hat er das nicht hergestellt? Oder dauert das was? Ach, das braucht 5 Minuten, Alter! Oh mein Gott! Hab ich die outplayed? Let's go, ich bin draußen, Digga. Oh mein Gott. Ey, wie konnte ich das überleben, ey? Sorry, was wolltest du mir gerade erzählen? Ich hab gesagt, es gibt eine Rüstung, die musst du mit dem Stuff vom Heuler bauen, eine exotische. Die macht Heilung pro Sekunde. Ja. Und dann gibt es auch noch einen Helm. Der macht Heilung pro Sekunde. Und wenn du beides anhast, dann hielst du fast 1 HP pro Sekunde. Das ist doch geisteskrank. Ja. Vor allen Dingen, weil die doch auch noch extrem gut Schutz gibt, ne? Ich weiß halt nicht, wie heftig der Unterschied von einer exotischen Rüstung zu einer grauen ist, was den Schutz angeht. Braucht man dann wirklich deutlich mehr Schüsse, bis man tot ist? Der Punkt ist halt der Durchschlag ist der entscheidende Wert. Also eine Waffe, die, also du, wie soll ich das erklären? Wenn eine Waffe 10 Schaden macht zum Beispiel, ne? Ja. Du schießt auf eine graue Rüstung, dann geht zum Beispiel 8 Schaden durch. Schießt du aber ohne Rüstung, geht 10 durch. Schießt du auf eine Exot-Rüstung, gehen zum Beispiel nur 2 Schaden durch. Boah. Hast du aber auf der grauen Waffe zum Beispiel einen Umwandler und du erhöhst den Schaden, dann hast du halt mehr Schaden, den du durch die Rüstung durchbekommst, verstehst du? Und so ist das halt gestaffelt. Digga, wie sehen denn die legendären Waffen aus? Die sind wild. Boah, wenn ich schon sehe, was du dafür alles brauchst, ey. Ich glaube, wenn du so eine verlierst, dann blutet dein Herz. Sieh das mal andersrum. Was ist, wenn du so eine gewinnst? Wenn du so eine findest? Ich weiß nicht, ey. Ich glaube, ich würde die dann für einen guten Zweck spenden. Wahrscheinlich besser. Junge, wie geisteskrank sieht denn dieses Sniper aus?
bringen die denn noch mehr solcher Waffen irgendwann mal rein? Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie, aber das Problem ist halt immer das Balancing, ne? Das ist natürlich schon ziemlich anspruchsvoll. Umso mehr Waffen du reinbringst, umso mehr musst du auch balancen, ne? Mhm. Ja, die müssen ja irgendwas fürs Late Game reinbringen halt, ne? Also wenn die das immer weiter updaten, das Spiel. Naja, ich sag ganz ehrlich, was sie halt machen können, ist halt über die Story den Endgame-Content nach hinten raus verändern. Also sprich, dass sich immer mehr entwickelt und dass man immer mehr machen kann. Und da geht's ja gar nicht darum, dass du immer neue Waffen bekommst, sondern dass du halt immer neue Aufgaben hast, die du zu erledigen hast. Mit denen du dann zum Beispiel Sachen bekommst, mit denen du deine Prospector Station aufleveln kannst. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja? Da sehe ich halt ein riesengroßes Potenzial drin. Ich habe jetzt gerade ein Holovisier gedruckt. Das braucht noch. Mir hatte jemand empfohlen, eins zu drucken. Holographisches Visier. Ein grünes. Gibt's das auch in Grau? Das Holovisier? Nee. Das Holovisier ist ein Item für sich und das gibt's nur in einer Farbe. Also nur in einer Rareness-Stufe sozusagen. Und das ist die grüne, ne? Mhm. Und das ist, also das soll auch ziemlich gut sein, hat mir jetzt jemand geschrieben. Er meinte, damit spielen sehr viele. Ja, das ist halt, also ich finde, Visiere sind grundsätzlich immer eine Geschmackssache. Wenn die keinen Einfluss auf den Recoil oder auf die Stabilität oder den Durchschlag oder so haben, dann ist das ja eher so ein Ding, womit komme ich am besten klar, ne? Mhm. Also ich mag zum Beispiel sehr gerne das Red Dot oder das Zweifachvisier, mit denen spiele ich halt super gerne. Aber wie gesagt, das ist halt eine absolute Geschmackssache. Soll ich dir irgendwas mitbringen von dem Raid gerade, Kevin? Ich habe mich schon wieder ausgestattet. Okay, dann Das war eh gerade ein Freerun, ne? Also ich habe da quasi jetzt nichts Wertvolles verloren in der Hinsicht. Dann nehme ich das Zweifachvisier, dann hole ich mir das noch. Dann tue ich das Holo erstmal jetzt noch zurücklegen. Oh. Okay, ich bin ready. Ich muss noch ganz kurz eben meine Rüstung reparieren und dann eben kurz einmal Sims holen. Die habe ich jetzt sofort. Wohl Rüstung? Ja doch, Rüstung geht noch. Helm geht. Ah, ist knapp, aber geht. Also ich bin mit dem Update sehr zufrieden, um ehrlich zu sein. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht beschweren. Ich denke, da ist jetzt eine Menge Potenzial drin in dem Spiel. Ah, genau. Ich wollte nur die Schlüsselkarte kaufen. Hey, bist du schon 7 Stunden das Spiel am Zocken? Ja. Wir spielen schon 7 Stunden das Spiel, ja. Man muss aber auch sagen, das Game macht einfach Laune. True. Oh shit, ich sehe gerade, das kostet Osiris Berechtigungsscheine. Dieser saubere Zimmerschlüssel. Und dafür ist der gar nicht so geil, ey, um ehrlich zu sein. Aber gut, egal. Zack, zack. Zack. Ich kann wieder raus. Immer noch mehr. Schlüssel zum Hohen Haus. Serverschlüssel, sauberer Zimmerschlüssel, Schlüssel zum Hohen Haus, Schlüssel zum Hohen Haus. Wie oft habe ich den denn? Ist von den Mods jemand da? Kriegen wir vielleicht so einen Befehl gemacht, irgendwie Ausrufezeichen Spiel? Und ihr schreibt ganz kurz rein, dass Recycle halt einfach ein Extraction-Game ist. Das heißt, man geht auf eine Map, sammelt Loot und versucht die halt wieder lebend zu verlassen. Und wenn man stirbt, verliert man halt alles, was man mitgenommen hat.
Danke, Schatz. Puckkrieger, danke, Mann. Danke. Liebe geht raus für 27 Monate. So, wo wollen wir jetzt hin? Du kannst, von mir aus kannst du so ein bisschen entscheiden, wo du hin möchtest. Also ich brauche noch ein Kupferdraht und ein Kugellager. Mhm. Das können wir am besten im Süden. Und ich muss noch an der Grabungsstelle zwei Schreiter klatschen. Ich glaube. Pass auf, dann lass uns doch zu der Grabungsstelle laufen. Heute ist Tag des Mods, der Mods bei Twitch. Mhm. Deswegen sind wohl neue Mod-Features gekommen. Mod-Feature? Mhm, Mod-Features. Neue? Ja, zumindest wurde mir das gerade in den Chat geschrieben. Was für neue Mod-Features sind gekommen? Die können jetzt den Streamer bannen. Hm. Quatsch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wurde mir halt nur geschrieben. Und weil es vorhin gefragt. Schüsse wieder. Weil es vorhin gefragt wurde, ich weiß tatsächlich nicht. Ich bin beim See. Ah, du auch, ne? Ich auch, ja. Du warst einfach durchlaufen auf die andere Seite. Als vorhin gefragt wurde, es gibt keinen Guide für die Futterstellen, aber die sind relativ einfach. Und zwar gibt es einmal hier oben rechts. Zwischen dem Wasserfalllabor und dem Holzfällerlager gibt es einen. Oh, der hat mich abgeschossen. Ich bin so gut wie tot fast. Ja, ich sehe ihn. Hab ihn auch getroffen. Ich muss mich heilen. Ich habe Hälfte Leben. Kannst du Richtung Osten laufen? Warte. Granate. Power, power. Ich bin tot. Ach, wir hätten nicht reinlaufen dürfen. Mit dem. Boah, langsam nervt das wirklich, ey. Gut, wir hatten doch jetzt gute Runs. Sag mal wirklich, wir haben jedes Mal, selbst wenn wir gewonnen haben, wir haben seit 8 Runs oder so, immer in unmittelbarer Nähe ein. Bist du unten gestorben? Ja. Alter, was? Der... Wo trifft er denn? Alles klar, danke, Schatz. Yo, ich schieß durch ihn durch. Alter, die haben mich mit 2 Mann gepusht. Die haben jeden Hit getroffen. Jeden Scharfschützen-Hit haben die getroffen. So ein Scheiß. Schade. Du darfst dich nicht so sehr darüber aufregen, dass du halt stirbst, Kevin. Das passiert einfach. Ja, aber es ist, ich weiß nicht, ey. Das war einfach ein unnötiger Tod. Ich glaube, hätten wir uns lieber darauf fokussiert, erstmal zu gucken, wo die sind, dann wären wir, glaube ich, besser weggekommen. Ich bin einfach durchgelaufen und wurde angeschossen von denen. Ich wollte gar nicht fighten. Ich habe gedacht, wir laufen einfach nur durch zur Grabungsstelle. Das war ja, ja, aber die waren ja, ich habe ja gesagt schon, ne, die waren im Wasserfalllabor. Du hast sie ja gehört dort. So, und ich habe mir schon gedacht, wenn wir da durchlaufen, hören die uns. Ja, aber du bist doch vorgelaufen. Ja, ja, aber du hast ja gesagt, lauf einfach durch. So, und deswegen bin ich losgelaufen. Ah, weiß ich jetzt nicht. Warum kann ich denn jetzt... Ich verstehe das. Ich würde auch einfach sagen, sobald wir Spieler hören, kämpfen wir einfach. Weil ganz ehrlich, es gibt eh nur die 2 Optionen. Wir laufen, werden getötet oder wir gehen in den Kampf. Dann sterbe ich lieber im Kampf. Ich verstehe nicht, warum ich schaffe erst etwas Platz. Wofür soll ich denn Platz schaffen? Ich verstehe das nicht. Der möchte, dass ich in meinem Lager Platz schaffe. Das macht aber gar keinen Sinn. Ich will doch, dass er das...